Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Surviving the Aftermath und ja, wir sind in Folge 3 zu unserem angespielt und ja, nach wie vor steht die Frage im Raum, spielen wir das Spiel weiter, spielen wir es nicht weiter? Ihr entscheidet da natürlich mit. Ich habe für mich, das hab, oh, ach ja, habe ich ja auch durchaus schon kundgetan, dass es mir gefällt. Und ja, wenn es bei euch auch gut ankommt, und da sieht es ja bislang sehr nach aus, dann machen wir auf jeden Fall noch ein ordentliches, ausgewachsenes Let's Play dazu. Okay, so, unsere Spezialistin ist hier im Einsatz. Hat aber noch keine Aktionspunkte wieder regeneriert. Hier schauen wir mal eben auf unsere Materialien. Metalle sind knapp, aber ja, die bekommen wir ja. Okay. Die Frage, ob wir nicht ob, sondern was wir vielleicht als nächstes bauen sollten. Noch ein Zelt. Ja, das kann definitiv nicht schaden. Lagerhalter. Ein vernünftiges Lagerhaus, das wäre auch was. Na, unsere Nahrung sinkt. Okay, dann machen wir noch wieder ein Feld dazu. Passt. Hier. Schürfzug haben wir. Wir haben einen Recycler. Ein Sägewerk. Werden wir brauchen. Pflaster mal alles mit Aufträgen zu. Ein Förster können wir auch noch bauen, aber machen wir jetzt noch nicht. Ein Werkzeugladen, der macht aus Metall Werkzeuge und ein Schneider aus den Fasern Kleidung. Okay. Interessant. So, das Tor haben wir schon gebaut. Das hier sind optische Sachen. Werkzeugladen und Schneider, das sind noch so die Sachen, die am ehesten mit auf dem Plan stehen. Zelt ist niedrig, weil es nicht gebraucht wird. Das ist im Mittel. Das Lagerhaus würde ich gerne mal sehen. Das bauen wir auf hoch. Und Sägewerk lassen wir auf Mittel. Wir haben nur einen Träger. Weil ich doch irgendwo, glaube ich, eine zweite Person eingestellt habe. Nicht nur wüsste, wo es war. Naja, schauen wir gleich mal. So, Plätti ist einsatzbereit. Jetzt sehen wir hier, wir haben 6 Punkte. Dann könnten wir Plätti dorthin schicken. Jetzt regenerieren wir Punkte und dann gehen wir auf den Elektronikladen und schauen wir mal, was da dann passiert. Wir haben direkt eine Farm mit in unserem Gebiet und das habe ich nicht genutzt. Ja, guten Morgen. Ich habe scheinbar doch nirgendwo 2 Leute eingestellt. Dachte.
Es ist wieder ein klein wenig beschleunigen. Jetzt gleich sollte es wieder Aktionspunkte geben für unseren Spezialisten. Aufruhr in der Kolonie. Zwei Kolonisten kämpfen miteinander, oh Gott. Rauferei, du kämpfst dich durch einen Kreis von Leuten, der sich um zwei auf dem Boden kämpfenden Kolonisten gebildet hat. Bei deiner Ankunft springen beide sofort auf die Füße und fangen an, sich gegenseitig zu beschuldigen. Der eine hat den anderen angeblich den ganzen Tag schikaniert, was dazu führte, dass der Belästigte irgendwann genug hatte und den ersten Schlag austeilte. Jetzt stehen beide verletzt und blutend vor dir. Ja. Wir haben nur zwei Medikamente. Sollten wir die jetzt verteilen? Sollten wir einen bestrafen oder lassen wir sie kämpfen? Überlegen wir mal. Bestrafen wir den Anzettler. Anzettler. Was ich grundsätzlich erstmal gut finden würde, weil was soll das, den ganzen Tag jemanden zu schikanieren? Dann haben wir aber den Schläger. Was soll das, jemanden zu schlagen? Auch wenn man den ganzen Tag schikaniert wurde. Ich kann das verstehen, aber man macht es trotzdem nicht. Wir können ihnen Medikamente geben, dann haben wir keine mehr. Oder wir können sie kämpfen lassen, was ja noch weniger Sinn macht. Ich gebe ihnen mal ein Medikament. Lasst euch verarzten und macht euch wieder an die Arbeit, rufst du. Wir brauchen jeden einzelnen von euch, also beruhigt euch wieder. Die Menge ist von der anscheinenden Nichtsentscheidung genervt, aber kehrt zu ihren Tagesaufgaben zurück. Menge ist genervt, aber gewinnen trotzdem Zufriedenheit, okay? Ja, muss ich jetzt auch nicht verstehen. Wie hättet ihr das gemacht? Das würde mich mal interessieren. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Interessiert mich doch jetzt sehr, wie ihr entschieden hättet. 99% hätten wahrscheinlich geschrieben, lass sie kämpfen. So, was macht unsere... Na, sie hat noch nichts. Okay, dann warten wir dann nochmal eben drauf. Jetzt ist es soweit. So. Ups. Dann... schauen wir uns das Ganze mal an. Hat es jetzt gegeben. Sicherungen sind noch da, oder? Wir haben 7, okay. Nur, ich denke, da können wir ja noch mal einen zweiten Gang wagen. Lagert weiterverarbeitete Ressourcen und wertvolle Gegenstände wie Werkzeug, Kleidung, Medikamente und so weiter. Nahrung und Bauressourcen können nicht in einem Lagerhaus aufbewahrt werden. Ah. Und ich dachte, dass Nahrung hier vielleicht besser gelagert werden kann. So kann man sich täuschen. Gebäude zerlegen. Immer wieder wirst du ein Gebäude abreißen wollen. Anfänglich gefüllte Lagerhalde ist mittlerweile wahrscheinlich recht leer und wenn du einen Wasserturm gebaut hast, brauchst du den auch nicht mehr. Okay. Öffne das Baumenü des jeweiligen Gebäudes und wähle Ausschlachten. Durch den Abriss erhältst du einen Teil der verwendeten Ressourcen zurück, die in einer Notlage durchaus nützlich sein können. Durch das Zerlegen eines Lagergebäudes werden die darin befindlichen Ressourcen nicht zerstört. Also sollen wir jetzt... Das defekte Auto macht sicherlich Sinn, das auszuschlachten. Aber warum den Wasserturm denn? Das verstehe ich ja jetzt gar nicht. Was soll das denn bringen? Das machen wir auch nicht. Oh. Denn, ach, das geht jetzt gar nicht mehr.
Doch, geht wohl, okay. Nochmal 7, oder? Ja, jetzt haben wir schon 14. Violet. Zufriedenheit wird hier gar nicht angezeigt, ne? Das ist auch. Warum ist Daniel ist verletzt? Ist Daniel nicht unser. Ne, das ist Theo, okay. Achso, er wird auch schon behandelt, okay. Ja, perfekt. Was geht denn jetzt hier ab? Das kleine Feld ist fertiggestellt, okay. Da sollen auch Kartoffeln rein. Keine freien Träger übrig. Schlecht. Aber es wartet mal wieder jemand am Tor. Die Sorgen einer Mutter. Die eine Frau mit einem wettergegerbten Gesicht und einem abgewetzten Rucksack läuft auf das Tor zu. Habt ihr da drin irgendwelche Medikamente? Fragt sie. Als ob sie in einem Laden gegangen wäre. Ich habe 4 Kinder und wie du vielleicht weißt, brüten Kinder ständig irgendwelche Infektionen aus. Ich könnte dir etwas zum Tausch anbieten. Ja. Wie wir sehen, wir haben 0 Medikamente. Wir können nichts tun. Na gut, dann werde ich mich wohl weiter auf meine Hausmittelchen verlassen müssen. Du hast wahrscheinlich auch keinen Honig, was? Fragt sie halbherzig und läuft direkt wieder davon. Es dauert nicht lange, bis sie völlig im Wald verschwunden ist. Ja. Wir haben leider nicht helfen können. Wie können wir denn wohl Medikamente herstellen? Gar nicht, oder? Oder noch nicht. Vielleicht finden wir irgendwo welche mit unserer. Wie heißt sie noch? Platty? Platty. Achso, wir haben ja jetzt niemanden zum Bauen. Okay, dann würde ich hier wieder Recycler entlassen, weil 87 Plastik, 76 Fasern reicht erstmal aus. Den guten Theo. Den können wir da auch nur einstellen, wenn es nötig wird. Ich will es jetzt nicht zu langweilig machen, deswegen würde ich ganz gerne mir das hier anschauen. Einmal erspähen. Oh, Banditenunterschlupf. Nee, das würde ich ja nicht so gerne, dann. Ah, shit. Mach dich mal auf den Weg Richtung Heimat. Ach, die hat alle Punkte fürs Sperren schon wieder verbraucht. Okay. Dann ist es egal. Ah, das ist ja noch reichlich an Medikamenten, an Metallen. Schauen wir uns doch mal um, was es hier sonst noch so gibt. Hier ist ein See. Probieren wir doch mal. War hier. Ja, hier könnten wir die Fischerhütte bauen, oder? Ja. Okay, wieder Ruhepause.
da wird es zum Beispiel gehen. Ja. Okay, will ich aber gar nicht. Ich wollte es nur mal getestet haben. Ein Bandit steht vor dem Tor. Ein Typ nähert sich dem Tor mit einem vollgestopften Rucksack, der an den Nähten aufzuplatzen droht. Es ragen Baupläne, Zollstöcke und andere Dinge aus der Tasche heraus. Zwar weist er all die üblichen Kennzeichen der Banditen auf, verhält sich aber sehr untypisch für einen Vertreter dieser Art. Könnte ich wohl mit der Person reden, die hier das Sagen hat? Ein Bauer der Meisterklasse ist hier und ihr hört euch besser an, was ich euch bieten kann. Er baut irgendein Denkmal und will Baumaterial. Wie wäre es mit einem kleinen Handel, was? Angebot annehmen. Plus 5 Komponenten. Minus 7 Plastik. Okay. Das klingt ja erstmal ganz interessant. Aber was sind Komponenten? Teile, Baumaterial. Fortschrittliche mechanische Teile, die in hochmodernen Gebäuden und Gegenständen eingesetzt werden. Okay, und Komponenten? Wird denn Energie produzieren oder? Ja, dann ist ja eigentlich die Teile das Interessantere, weil Komponenten haben wir doch mit unserer Plättige bekommen. Oder wir fragen ihn, ob er etwas Aufregenderes zum Handeln hat. Machen wir einfach mal. Sehe ich für euch etwa wie ein Betrüger aus? Ich bin ein ehrlicher Bandit, der sich nur in der Welt profilieren will. Adieu. Die Anfrage hat den Banditen sichtlich verärgert und er zieht mit schnellen Schritten ab. Na, clever gemacht, Krillo. Sehr clever. Aber wenn da halt Baupläne aus dem Rucksack rausragen, das war zu verlockend. Es war einfach zu verlockend für mich. So, Plätti, jetzt geh mal zur Farm. Dörrfleisch. Okay. Ach so. Wollen Sie vielleicht noch mehr machen? Ne, null Aktionspunkte. Okay. Ja, wenn die gleich zurückkommt, dann haben wir erstmal reichlich Ressourcen. Ach stopp, wir können doch jetzt auch hier eine Technologie bauen, weil wir haben ja jetzt, ne, wir haben immer noch keine Wissenschaftspunkte. Wie bekommen wir die denn wohl? Tutorials. Gibt es denn nicht hier was? Technologiebaum. Zu deinen langfristigen Zielen gehört auch das Freischalten von neuen Technologien. In den fünf Zweigen des Technologiebaums. Du kannst ihn jetzt öffnen und deine erste Technologie wählen. Mache ich das? Sicherheit. Ne, kann ich nicht. Stimmt, wir müssen auf der Weltkarte Wissenschaftspunkte verdienen. Da war was, ich erinnere mich. Jetzt haben wir alles abgeliefert und dann machen wir uns doch mal hierhin auf die Suche. Wissenschaftspunkte, sehr gut. Ah, wieder 0 Punkte. Okay. Kommen der Sache also näher. Oh,
Die nächste Hitzewelle. Ich lese es mal nicht vor. Wir hatten im letzten Video ja schon eine. Gut, dass wir den Wasserturm gebaut hatten. Hier sind wir noch am Anbauen. Das können wir erstmal sein lassen. Überlebende suchen Schutz. Zwei Erwachsene, ein Kind. Und die bringen... Boah, natürlich nehmen wir euch an. Hakim tut nichts. Spezialität. Speer. Okay. Herziehender Händler. Jemand wartet am Tor. 24 Fische, 5 Teile. Können wir beides nicht. Schade. Dann also ein anderes Mal. Die reizenden Damen und Herren, meldet euch mal wieder. Der Händler stopft seine Muster und Proben wieder in den Wagen, klettert hinter das Lenkrad und rattert davon in die Ferne. Dann ratter du mal. So, Speer. Du hast 0. Oh, er hat sogar 8 Punkte. Was ist das? Da gibt's Steine. Aber auch ein Totenkopf. Das bedeutet vermutlich, dass da Gefahr bestehen könnte, oder? Gefahren, ja. 1 von 3. 33%. Na gut, hat eh 0 Punkte jetzt. Okay. von 600 Wasser. Da sind schon mal die ersten 150 Forschungspunkte, aber wir holen uns den Rest auch noch. Technologiebaum, drücke ich hier. Ah. Achso, das ist jetzt die Meldung, die wir gerade schon mal hatten. Aber. Ach, wir können die jetzt direkt schon nutzen. Wir müssen die gar nicht zurückholen. Das ist ja cool. Die Frage ist, ob wir auch das hier schon auswählen können oder ob wir... das erst machen müssen. Wertvolle Güter müssen an einem dafür geeigneten Ort aufbewahrt werden. In einem umgebauten und versteckten Seekontainer befindet sich ein allgemeines Lager, das sowohl den Elementen als auch Dieben widerstehen kann. Ah, okay. Dann mal hier. Es erfordert etwas Planung, die Leute von den Zelten in bessere Unterkünfte umzusiedeln, in Wohnhäusern. Ah, das ist ja cool. Produktion, ein Solarmodul und eine Windturbine, Nahrung, Kochhaus und ein Holzfällerlager und Erkundung, Tauschhandel, dafür haben wir zu wenig. Finde ich ja eigentlich fast das gemeinsame Leben am besten. Weil die Sicherheit und dann Gefahrguttechnik ist auch gut. Kann man nämlich den verschmutzten Boden entfernen. Ja, wir machen das hier mal. Allgemeine Lagerhaus ist jetzt freigeschaltet. Gucken wir doch mal. Ein allgemeines Lagerhaus. Können wir ja auch locker bauen mit den Materialien, die wir haben. Großes und sicheres Lager, eine große Menge Nahrung, Gegenstände und fortschrittliche Ressourcen. Ach, da könnte dann sogar alles rein, was wir haben an Materialien. Das ist ja cool. Ja, das machen wir mal. Und das bauen wir auch hier an unserer Straße. So, du sollst das nicht. Das ist mir zu gefährlich. Dann schau dir das mal an. Retter auch. Das ist gefährlich. Okay. So, das sind die nächsten 150 Punkte.
Jetzt könnten wir mal schauen, ob das. Ah ne, es fehlt noch ein bisschen, okay. So, wenn wir jetzt das allgemeine Lagerhaus bauen, brauchen wir dann die ganzen anderen nicht mehr, oder wie verstehe ich das? Müssen wir gleich mal eben probieren. Das ist ja durchaus noch wichtig zu wissen für das neue Let's Play. Das soll dann im Anschluss an diese Folge starten. Ein Laster nähert sich, sieh nach, was los ist. Denn der Wunderlaster, Mann. Ein roter Kleinlaster kommt mit quietschenden Reifen zum Stehen. Ein Mann öffnet die Tür und klettert sofort auf das Dach. Achtung, Achtung, denn der Wunderlastermann ist hier mit seinem Markenzeichen. Dem Wunderlaster. Wenn ihr ein Scheibchen von dem abhaben wollt, was sich darin befindet, dann bedarf es nur einer winzig kleinen Spende von euch. Auf alle weiteren Anfragen folgt ein Erstzahlen, dann sehen. Wir haben weder genug Wild noch genug Metall. Ach nee. Ach, du bist so ein Spaßverderber. Du solltest im Leben mal etwas riskieren. Dan springt vom Dach und fährt durch das Tor hinaus. Er verspricht, wieder zurückzukommen, wenn du dein Leben mal ein wenig genießen willst. Ja, wir sehen uns in einer anderen Welt, Dan. So, machen wir erst den Spezialisten. Gucken wir uns das Gelände noch an. Banditenversteck. Ganz schlechte Idee. Okay, so, und jetzt haben wir das allgemeine Lagerhaus. Alle Punkte wieder weg. Jetzt vergleichen wir doch hier mal eben. Das allgemeine Lagerhaus. Nahrung, Gegenstände und fortschrittliche Ressourcen. Okay, Nahrung und Bauressourcen nicht. Lebensmittelnahrung ist nur Nahrung. Und hier sind Rohstoffe und Bauressourcen. Ich probiere das einfach mal. Wir zerlegen jetzt oder wir schlachten das Ding hier aus. Da bin ich sehr gespannt, ob die drei Baumaterialien für Unterhaltung dann hierher gebracht werden. Theoretisch müsste das hier passieren. Dann machen wir das auch damit. Und wir machen es auch damit. Und können wir dann hier... Ah, nee, nee, das ist eine schlechte Idee. Ah, zu spät. Weil wir können hier zwar die Sachen einlagern, aber wir können hier ja gar keine Zonen zuweisen, wo wir abbauen wollen. Okay. Gut, das dann erstmal dazu. Jetzt haben wir noch Forschungspunkte, dass wir hier mal den zweiten Teil erforschen können. Jetzt haben wir irgendwo eine Umweltstation freigeschaltet. Da. Die macht das Leben sicherer und angenehmer, indem sie die verseuchte Erde aus den Ablagerungen mit Verschmutzung einsammelt und auf sichere Art und Weise entsorgt. Das Ding braucht Strom. Okay, dann hätten wir natürlich... Dann macht es wahrscheinlich in Zukunft Sinn, die Sachen hier erst alles Stufe 1 zu bauen, weil ohne Solarmodul und Windturbine bringt uns hier was aus Stufe 2 nicht. Und ähnlich wird es wahrscheinlich hier sein, dass die Sachen, die Schule vielleicht auch Strom braucht oder irgendwas anderes. Na gut, wieder was gelernt. So gerne noch weiter ran scrollen, aber Nahrung sind jetzt hier und die drei Erhaltungssachen. Der Rest noch nicht. Ah, noch mehr Forschungspunkte. Okay. Ja. Das Kolonist Daniel ist infiziert. Okay, dann müssen wir jetzt da wieder jemanden einstellen.
dann wird auch direkt behandelt. Perfekt. So, die Hitzewelle findet gerade statt. Wir haben noch mal schnell hier ein paar Aktionspunkte. Schauen wir noch mal, was wir hier finden. Noch ein Banditenversteck. Okay. Ja, aber wir haben die 30 Minuten wieder voll, die ich jetzt immer so angeplant hatte für die angezockt oder angespielt Folgen von Surviving the Aftermath. Und ja, mein Kurzresümee bis hierhin, ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe Bock auf mehr. Vor allen Dingen, weil wir so viele Sachen ja jetzt noch gar nicht ausprobieren könnten. Boah, das ist ein guter Tausch. 8 Antibiotika gegen 4 Kleidung. Dann machen wir nochmal schnell. Auch wenn es nichts mehr bringt. Ja, dass ich auf jeden Fall ausprobieren möchte, was es noch so gibt. Schwierigkeitsgrad. Ich würde fast diesen hier beibehalten, weil... Ja, ich habe ja jetzt so ein bisschen... sehr vorsichtig gespielt. Oh, wie schnell das Wasser... das geht. Was? Ja, okay, dann habe ich das jetzt auch noch gelernt, dass wohl ein Wasserturm nicht reicht. ja, also, dass ich auf jeden Fall Bock auf mehr habe und ja, schreibt mir das gerne nochmal in die Kommentare, was ihr denkt. Und boah, aller Voraussicht nach sehen wir uns dann in der neuen Serie. Also, macht's gut, bis bald, euer Krillo.